meine lieben Mitbrüder im bischöflichen Amt, liebe Mitbrüder Priester, meine Damen und Herren. Im folgenden Kurzvortrag werde ich den bedeutenderen Aussagen der Heiligen Schrift über die Ehe nachgehen. Es sind sozusagen die Marksteine, welche wir abschreiten werden. Damit verbunden ist die Thematik der menschlichen Sexualität, sodass auch diesbezügliche Texte zu beachten sind, auch wenn sie unangenehm sind. Dabei versuche ich bei den einzelnen Schriftstellen mit kurzen Anmerkungen Wesentliches hervorzuheben. Es geht also nicht um einen Kommentar, sondern nur um eine Akzentsetzung. Auf diese Weise möchte ich in aller Schlichtheit an das erinnern, was uns das Wort Gottes zur Schöpfung von Mann und Frau, zur Ehe sowie zur Sexualität und infolgedessen zur Familie sagt. Mehr Kenntnis brauchen wir nicht, um die Wirklichkeit der Ehe, der Sexualität und der Familie aus christlicher, gläubiger Sicht zu verstehen und den damit verbundenen Auftrag zu erkennen. Mir will scheinen, dass in der gegenwärtigen Situation das authentische Wort, das Wort der Offenbarung, zu kurz kommt. Und deshalb diese meine Vorgehensweise. Denn das Wort Gottes muss uns prägen und es wird uns helfen, Krisen zu bewältigen und Probleme zu lösen. Dazu braucht es dessen Kenntnis und den Willen natürlich, es anzunehmen und unser Leben danach zu gestalten. Das erste Wort, Genesis 1,26-28. Dann sprach Gott, lasst uns den Menschen, Adam, machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen, Adam, als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann, Zachar, und Frau, Nekeva, schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land befinden. Soweit dieser Text. Der Text Genesis 1,26-28 ist die Grundlage für die theologische Wahrheit der Ehe, damit auch für die Wahrheit der Familie, da die Familie eine Frucht der Ehe ist. Die Ehe, die Verbindung von Mann und Frau im Bund der Ehe, ist auf die Familie angelegt. Der Text umschreibt die Schöpfung des Menschen oder der Menschen. Es gibt einen Übergang vom Singular zum Plural. Er hebt einerseits hervor, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen ist, Gott ähnlich. Andererseits erwähnt er, was den Menschen von Gott unterscheidet, die Festlegung der beiden Geschlechter. Es wird aus diesem Text aber auch die gleiche Würde von Mann und Frau ersichtlich, da beide Geschlechter zusammen genannt werden. Wir können von der Gleichheit von Mann und Frau in der Verschiedenheit sprechen. Die Verschiedenheit findet ihren Sinn in der Fruchtbarkeit. Der Mensch ist mit Blick auf die Fruchtbarkeit als Mann und Frau geschaffen. Der Segen Gottes ist ausdrücklich darauf bezogen. Die Einheit des Paares, die Vereinigung und die Besonderheit der Personen
Vaterschaft, Mutterschaft bilden einen einzigen Wert. Das Einswerden von Mann und Frau ist auf die Fruchtbarkeit ausgerichtet. Einswerden und Zeugung neuen Lebens bilden etwas Ganzheitliches. Man kann sie von der Schöpfung her nicht zerteilen, auch wenn in bestimmten Fällen die Fruchtbarkeit nicht erreicht wird. Der Text enthält auch eine Aussage, welche, wenn ich es so formulieren darf, den Ansatz bietet für die theologische Deutung der übernatürlichen, in Anführungszeichen, und der natürlichen, auch in Anführungszeichen, Seite des Menschen, des Vergänglichen und des Unvergänglichen an ihm. Der Mensch ist einerseits Abbild Gottes, andererseits ist er ein geschlechtliches Wesen. Der Mensch ist nicht als Mann und Frau Abbild Gottes, sondern Mann und Frau in ihrer Individualität sind Abbild Gottes. Der einzelne Mann, die einzelne Frau, eben der Mensch. Als Mann oder Frau steht der Mensch in einer Ordnung drin, die vergänglich und mit einem Auftrag für diese Weltzeit verbunden ist. Als Abbild Gottes hat er eine übernatürliche Bestimmung. Jesus wird diese Deutung bestätigen, da er die Sadduzäer ans Leben der Auferstehung erinnert, wo die Menschen wie die Engel sein werden und nicht mehr heiraten. Paulus seinerseits wird sagen, dass die Gestalt dieser Welt vergeht. Und schließt in diese Aussage auch den Unterschied der Geschlechter ein. Wir werden darauf zurückkommen. Der zweite Text, Genesis 1, 21 bis 25. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen, Adam, fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen, Adam, genommen hatte, eine Frau, Isha, und führte sie dem Menschen, Adam, zu. Und der Mensch, Adam, sprach, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau, Isha, soll sie heißen, denn vom Mann, Ish, ist sie genommen. Darum verlässt der Mann, Ish, Vater und Mutter, und bindet sich an seine Frau, Isha, und sie werden ein Fleisch. Beide, Adam, Adam, und seine Frau, Isha, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Der Text will die Zuordnung von Mann und Frau unterstreichen. Die Einheit in der Verschiedenheit. Er benutzt dazu das Bild der Schöpfung der Frau aus dem Mann, aus einer Rippe, das heißt aus einem Element des Mannes. Damit erklärt der Text auch die gegenseitige Anziehung der Geschlechter. Mann und Frau sind von der Materie her, wenn ich das so sagen darf, eins. Deshalb ziehen sie sich gegenseitig an, Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch, sagt Adam. Der Text wird zudem Ausgangspunkt für die Gegebenheit der hierarchischen Struktur im Verhältnis von Mann und Frau. Aus der Sicht des Glaubens ist die Ehe und damit die Familie hierarchisch geordnet. Paulus wird darauf zurückgreifen und verlangt in seiner christlichen Familienordnung eine entsprechende Haltung der Eheleute und der Kinder zueinander im Epheserbrief. Der Hinweis auf die Nacktheit und den unbefangenen Umgang des Menschen damit unterstreicht die Reinheit des Menschen. Er ist nicht von der Sünde geprägt. Jesus wird vom reinen Herzen sprechen, aus dem nichts Böses kommt.
beziehungsweise zeigt er auf, dass das Böse von innen und nicht von außen kommt, aus einem unreinen Herzen. Matthäus 15, 18. Der dritte Text, zwei Auszüge, 3,16 und 3,21. Zur Frau sprach er, Gott, viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst, unter Schmerzen gebierst du Kinder, du hast Verlangen nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen. Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und bekleidete sie damit. Diese zwei Verse, beziehungsweise der ganze Text Genesis 3, wird in der Theologie der Ehe und Familie zu wenig bedacht. Obwohl er für die Beurteilung der aktuellen Situation von Mann und Frau und damit der Familie Aussagen enthält, welche zu einer realistischen Einordnung von Ehe und Familie verhilft. Es ist wichtig, dass wir dieser Realität Rechnung tragen, auch in der Seelsorge, für unser ganzes Leben allgemein, für die Ehe und die Familie insbesondere. Die Harmonie zwischen Mann und Frau zerbricht durch den Ungehorsam des Menschen Gott gegenüber. Das Verhältnis von Mann und Frau steht fortan unter dem Vorzeichen der Sünde. Aus einer Zuordnung der Liebe, der Sorge und der Zuneigung wird ein Verhältnis der Herrschaft, des Beherrschens, des Beherrschtwerdens, des Verlangens, der Leidenschaft. Die Folge ist der Missbrauch der Überordnung bzw. die Auflehnung gegen die Unterordnung, überhaupt die Zerrüttung des Verhältnisses zwischen Mann und Frau. Aus dieser Zerrüttung geht jede andere Zerrüttung hervor. Eine Folge der Sünde in der Beziehung von Mann und Frau ist der Verlust der Unschuld und der Unbefangenheit. Der Leib in seiner sexuellen Differenziertheit wird nun zur Quelle der Sünde und des Begehrens. Dem kann der Mensch damit entgegenwirken, dass er seinen Körper bedeckt und ihn nicht zum Anlass der Sünde für den Nächsten werden lässt. Der Text sagt, dass Gott selber verlangt, die Schamlosigkeit, denken wir auch an den Unterricht, den heute unsere Kinder und Jugendlichen genießen, die Schamlosigkeit ist in sich ein Angriff auf die liebende und sorgende Maßnahme Gottes dem gefallenen Menschen gegenüber. Ein Zwischenergebnis. Die katholische Lehre umschreibt den Sinn der Ehe, Zweck der Ehe, mit den Begriffen Erzeugung und Erziehung von Nachkommenschaft, gegenseitige Hilfe von Mann und Frau und sittlich geordneter Vollzug des Geschlechtsaktes. Bei genauerem Hinsehen entspricht diese Reihenfolge, die die Kirche immer hatte, bis in neuerer Zeit, bei genauerem Hinsehen entspricht diese Reihenfolge den ersten Kapiteln der Heiligen Schrift, Genesis 1, Genesis 2 und Genesis 3. Dazu vergleichen wir dann auch noch 1. Korinther 7, 2. Genesis 3,
klärt die Frage der Existenz des Bösen in der guten Schöpfung Gottes. Durch den Ungehorsam hat der Mensch dem Bösen Tür und Tor geöffnet und seine Unschuld verloren. Davon ist eben auch die menschliche Geschlechtlichkeit betroffen, sodass der sittlich geordnete Einsatz der Geschlechtskraft gefährdet ist. Sie wird zum schwer kontrollierbaren Geschlechtstrieb. Das Kleid wird zum Schutz, auf den der Mensch angewiesen ist, um den Geschlechtstrieb nicht ungehörig zu wecken, zu entfesseln und so aus der Kontrolle zu verlieren. In diesem Sinn ist in den drei ersten Kapiteln der Heiligen Schrift schon alles enthalten, was die Lehre der Kirche später in Bezug auf die Sinngebung der Ehe, auf den Ehezweck und eben auch die Familie formuliert. Und gehen wir weiter nach diesem Zwischenergebnis. Kommen wir zum vierten Text, Exodus 20, 14 und Exodus 20, 17. Wohlbekannt, aber ich lese sie dennoch. Du sollst nicht die Ehe brechen, Exodus 14. Exodus 17, du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Meine Lieben, die Folge von Genesis 3, die Folge der verwundeten Schöpfung und damit der verwundeten Natur, Lebensnormen nicht, dass er gleichsam sich und von sich aus nach dem Willen Gottes handelt, wie wir dies von den Engeln wissen. Er bedarf einer äußeren Ordnung. Er bedarf der Anweisungen Gottes. Gott gibt sie ihm in seinen Geboten, beziehungsweise in bestimmten Verboten und Warnungen. Die 10 Gebote bilden dabei die Summe der göttlichen Weisungen. Sie sind uns in einer doppelten Überlieferung erhalten geblieben, im Buch Exodus und im Buch Deuteronomium, nämlich Exodus 20, 2 bis 17 und Deuteronomium 5, 6 bis 21. Es gibt da einige Varianten, darauf kann ich leider hier nicht eingehen. Mit den Geboten nun erhält der Mensch auch Weisungen zur Ehe und zur Einordnung seiner Geschlechtlichkeit. Und damit kommen wir zum fünften Text, Exodus 22, 15 bis 16. Wenn jemand ein noch nicht verlobtes Mädchen verführt und bei ihm schläft, dann soll er das Brautgeld zahlen und sie zur Frau nehmen. Weigert sich aber der Vater, sie ihm zu geben, dann hat er ihm so viel zu zahlen, wie der Brautpreis für eine Jungfrau beträgt. Also ich will auch nicht exegetisch auf diesen Text eingehen, sondern ganz kurz einige praktische Bemerkungen. Der Text ist aufschlussreich für das sexuelle Verhalten des Menschen im Allgemeinen. Er sagt uns, der sexuelle Umgang mit einem Menschen hat Verbindlichkeit. Der Mensch wird in Pflicht genommen, und zwar diesem Menschen gegenüber. Er darf mit seiner Sexualität nicht willkürlich, triebhaft verfahren. Sie ist kein Spaßgenerator. Exodus 22, 15 bis 16 wirft etwas Licht auf den verpflichtenden und fordernden Charakter des Umgangs des Menschen mit dem Geschlechtstrieb. Die Aufnahme eines solchen Textes und weiterer entsprechender Vorschriften in das Wort Gottes
Gottes Offenbarung. Wir haben es vorhin gehört. In das Wort Gottes macht klar, dass bei diesen Forderungen Gottes Wille am Werk ist. Das Sexualverhalten des Menschen kann nicht vom Glauben getrennt werden. Er ist nicht Privatsache. Das Sexualverhalten ist nicht Privatsache. Der Sexualtrieb ist in diesem Sinn kein weltlich Ding. Es ist Teil von Gottes Offenbarung, hat immer eine religiöse Dimension und gehört daher auch zur Glaubensverkündigung und Glaubensethik, sodass die Kirche darauf Einfluss nehmen muss, nicht nur kann, sondern muss. Der sechste Text, Levitikus 18, 22 und 20, 13, nehmen wir zusammen. Du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft. Das wäre ein Gräuel. 18, 22, 20, 13. Schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie eine Gräueltat begangen. Beide werden mit dem Tod bestraft. Ihr Blut soll auf sie kommen. Die beiden Texte liegen mit vielen anderen Stellen der Heiligen Schrift, insbesondere im Buch Levitikus, die göttliche Ordnung vor, welche für den Umgang mit der Sexualität gilt. In unserem Fall geht es um die gleichgeschlechtliche Praxis. Die beiden Stellen allein würden genügen, um der Frage der Homosexualität aus der Sicht des Glaubens die rechte Wende zu geben. Die Aussage hat daher auch Bedeutung für die Definition der Ehe und der Familie. Da gibt es keine Vielfalt der Ehe- und Familienmodelle, auch wenn jetzt ein Buch herausgekommen ist in meinem Bistum, Familienvielfalt. Davon nur schon zu sprechen, ist ein Angriff auf den Schöpfer, aber auch auf den Erlöser und den Heiligmacher, auf den dreifaltigen Gott. Die Seelsorge muss sich in der Frage nach der göttlichen Ordnung richten. Ihr Auftrag ist, im Bewusstsein des Seelenheils, also in pastoraler Liebe, Bewusstsein des Seelenheils, das ist pastorale Liebe, im Unterschied zu einem reinen Humanismus, der Natur zu befreien, zum Leben dieser Briefe. Bezüglichen Orientierungen führen zu einer Beherrschung der Sexualität und zu ihrer Einordnung ins eigene Leben entsprechend der göttlichen Weisung. Siebter Text, Tobit 8, 4 bis 8. Wir kommen immer näher ans Neue Testament heran. Als Tobias und Sarah in der Kammer allein waren, erhob sich Tobias vom Lager und sagte: Steh auf, Schwester, wir wollen beten, damit der Herr Erbarmen mit uns hat. Und er begann zu beten: Sei gepriesen, Gott unserer Väter. Gepriesen sei dein heiliger und ruhmreicher Name in alle Ewigkeit. Die Himmel und alle deine Geschöpfe müssen dich preisen. Du hast Adam erschaffen und hast ihm Eva zur Frau gegeben, damit sie ihm hilft und ihn ergänzt. Von ihnen stammen alle Menschen ab. Du sagtest, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir wollen für ihn einen Menschen machen, der ihm hilft und zu ihm passt. Darum, Herr,
nehme ich diese meine Schwester auch nicht aus reiner Lust zur Frau, sondern aus wahrer Liebe. Hab Erbarmen mit mir und lass mich gemeinsam mit ihr ein hohes Alter erreichen. Und Sarah sagte zusammen mit ihm: Amen. Auf dem Hintergrund der Schöpfungsordnung gibt uns der Text ein Beispiel. Ich würde anraten, dass alle jungen Menschen das lesen, was hier Tobias oder Tobit spricht. Der Text gibt uns ein Beispiel, wie der Mensch in Verantwortung gegenüber Gott seine Sexualität leben soll. Leben soll, nicht ausleben, sondern leben soll. Tobias weiß um die Lust. Er spricht von der reinen Lust. Der Urtext sagt hier etwas Genaueres. Also er weiß um die Lust. Der Urtext sagt Porneia. Diaporneia, ich nehme sie nicht, Diaporneia. Das heißt, es ist ein Ausdruck für Unzucht, also eine negative Aussage. Also Tobias weiß um die Lust, welche den Menschen leicht zu beherrschen vermag. Ihr stellt er, der deutsche Text sagt, die wahre Liebe entgegen. Der Urtext sagt, die Wahrheit entgegen. Also der Lust der Porneia stellt er die Wahrheit, die Aletheia, entgegen. Damit wird wohl auf die Absicht des Schöpfers angespielt, auf dem Schöpfungswillen Gottes. Aus Wahrheit nehme ich sie zur Frau. Das heißt, mit Blick auf die Wahrheit, in Achtung vor der Wahrheit, in Das ist ein Verhalten, das der Schöpfungsordnung, der Absicht Gottes entspricht und zum guten Ziel führt. Das Gebet des Tobit ist geradezu eine Vorbereitung auf das, was Paulus im Brief an die Epheser zur Ehe sagt, wo Christus das Vorbild ist für das Verhalten des Mannes zu seiner Frau und die Kirche das Vorbild für das Verhalten der Frau zu ihrem Mann. Also das kann auch die Gender-Ideologie nicht wegdiskutieren. Damit kommen wir zum achten Text, Matthäus 19, 3 bis 12. Auch bekannt, dazu sage ich wenig, aber wir hören den Text. Da kamen Pharisäer zu ihm, die ihm eine Falle stellen wollten und fragten: Darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er antwortete: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat? Und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich auf seine Frau, an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Da sagten sie zu ihm: Wozu hat dann Moses vorgeschrieben, dass man der Frau eine Scheidungsurkunde geben muss, wenn man sich trennen will? Er antwortete: Nur weil ihr so hartherzig seid, hat Moses euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so. Ich sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Da sagten die Jünger zu ihm: Wenn das die Stellung des Mannes in der Ehe ist, dann ist es nicht gut zu heiraten. Jesus sagte zu ihnen: Nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es ist so: Manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreiches willen.
Wer das erfassen kann, der erfasse es. Die Aussage braucht also keinen Kommentar. Jesus korrigiert eindeutig eine gängige Praxis, welche sich sogar auf die Autorität von Moses beruft und stellt so die Schöpfungsordnung wieder her. Die sogenannte Unzuchtsklausel im Fall von Unzucht bezieht sich wohl auf die Feststellung der Illegalität. Der Hinweis würde eine Ehe betreffen, die nach alttestamentlichem Recht illegal geschlossen wurde. Das scheint mir die beste Interpretation zu sein, dieses Passus. In jedem Fall geht aus dem Text die Unauflöslichkeit der rechtmäßig geschlossenen Ehe hervor. Neunter Text, Römer 1, 18 bis 28. Sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern, die einen vergänglichen Menschen und fliegende, vierfüßige und kriechende Tiere darstellen. Darum lieferte Gott sie durch die Begierden ihres Herzens der Unreinheit aus, sodass sie ihren Leib durch ihr eigenes Tun entehrten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge, sie beteten das Geschöpf an und verehrten es anstelle des Schöpfers. Gepriesen sei er in Ewigkeit. Amen. Darum lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit dem Widernatürlichen. Ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander. Männer trieben mit Männern Unzucht und erhielten den ihnen gebührenden Lohn für ihre Verirrung. Und da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was sich nicht gehört. Auch nur ganz kurz dazu, Paulus kennzeichnet die gleichgeschlechtliche Praxis als entehrende Leidenschaft, als Begierde, als Unzucht, als eine Verirrung. Das sagt er, das sagt das Wort Gottes. Sie ist ein Tun, das sich nicht gehört. Sie ist eine Folge des Abfalls von Gott, von der wahren Gottesverehrung und auch ein Zeichen, ist noch wichtig zu erkennen, ein Zeichen von Gottes Abwendung vom Menschen. Er lieferte sie aus. Gott hat vom Menschen, da er sich nicht bessern will, sozusagen, plakativ gesprochen, genug und überlässt ihn seinen entehrenden Leidenschaften und Begierden. Zehnter Text, 1 Korinther 7, 1 bis 7, 17 bis 20, 29 bis 31. Nun zu den Anfragen eures Briefes. Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Das ist die Anfrage. Wegen der Gefahr der Unzucht soll aber jeder seine Frau haben und jede soll ihren Mann haben. Der Mann soll seine Pflicht gegenüber auch verfügt über ihren Leib, sondern der Mann ebenso verfügt nicht. Und nur eine Zeit lang frei zu sein. Dann kommt wieder zu sein. Zugeständnis nicht als Gebot. Ich wünschte, alle Menschen wären unverheiratet wie ich, doch jeder hat seine Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Dann der zweite Text aus 1 Korinther 7. Im Übrigen bin wie der Herr es ihm zugemessen, wie Gott Gottes Ruf ihn getroffen hat. Das ist meine Weisung für alle Gemeinden. Wenn einer als Beschnittener berufen wurde, soll er beschnitten bleiben. Wenn einer als Unbeschnittener berufen wurde, soll er sich nicht beschneiden lassen. Es kommt nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern darauf,
die Gebote Gottes zu halten. Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem ihn der Ruf Gottes getroffen hat. Und dann noch der letzte Abschnitt aus diesem Kapitel. Ich sage euch, Brüder, die Zeit ist kurz. Bei soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine. Wer weint, als weine er nicht. Wer sich freut, als freue er sich nicht. Wer kauft, als würde er nicht Eigentümer. Wer sich die Welt zunutze macht, als nutze er sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Im ganzen Kapitel 7 des ersten Briefs an die Korinther finden wir den paulinischen Realismus bezüglich der Ehe und der Stände im Allgemeinen. Wird auch zu wenig beachtet. Der paulinische Realismus. Dabei geht es aus dem Text unter anderem hervor, dass die Ehe auch ein Schutz gegen die Unzucht ist. Deshalb soll jeder Mann seine Frau haben und jede Frau ihren Mann. Und sie sollen aufeinander Rücksicht nehmen, damit die Leidenschaft sie nicht zu Fall bringt. Andererseits, und dies ist ein weiterer Aspekt des paulinischen Realismus, gehört die Ehe zur Gestalt dieser Welt und wird, wie die Gestalt dieser Welt, vergehen. Denn bei der Vollendung dieser Weltzeit, nach dem Aufbau des Volkes Gottes, das ist da der tiefste Sinn der Ehe, Aufbau des Volkes Gottes, hat die Institution der Ehe ihren tiefen Sinn oder ihren tiefsten Sinn erfüllt. Diesbezüglich drückt sich Jesus bei Matthäus 22 den Sadduzäern gegenüber so aus: Ihr irrt euch, ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes, denn nach der Auferstehung werden die Menschen nicht mehr heiraten, sondern sein wie die Engel im Himmel. Ein Text unseres Herrn. Der letzte Text, Ephesus 5, 21 bis 33, als Abschluss dieser Überlegungen, der 11. Text. Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn Christus, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich die Frauen in allen den Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat ihr seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Was euch angeht, so liebe jeder von euch seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber ehre den Mann. Die Ehe hat im neuen Bund die Würde eines Sakraments. Paulus spricht vom tiefen Geheimnis. Das ist eben die Würde eines Sakraments. Aber das müssen wir genau anschauen. Das ist mehr als eine Wiederherstellung der Schöpfungsordnung. Es ist eine übernatürliche Vollendung des Verhältnisses Mann und Frau in dieser Erdenzeit zum Aufbau der Kirche. Deus qui humani substantia dignitatum mirabiliter condidisti et mirabilius reformasti, Gott, du hast wunderbarer
erneuert, spricht der Priester in der außerordentlichen Form, da er bei der Bereitung des Kelches die Mischung von Wein und Wasser vornimmt. In der ordentlichen Form finden wir denselben Gedanken im Tagesgebet von Weihnachten. Diese Wahrheit hat auch für die Ehe ihre Geltung. Auch die Ehe ist Gegenstand dieses Et Mirabilius Reformasti. Zum Sakrament erhoben hat die Ehe eine besondere Beziehung zu Christus und kann in ihrer Fülle nur von Christus her gelebt werden. Dabei fällt die Polarität Christus-Kirche ins Gewicht. Die große Aufgabe der Verkündigung ist es, die Menschen auf dieses Vorbild hinzuführen, damit sie die Ehe, die eigene Ehe, danach gestalten. Dabei ist das Verhältnis Mann und Frau ein Verhältnis, das nicht in sich geschlossen ist, sondern Ausgangspunkt eben für die Familie. Deshalb spricht Paulus davon auch im Kontext der ganzen Familie. Ephesus 5 ist vor allem auch mit Blick auf die Heiligung des Partners zu lesen. Die Eheleute sind berufen, heilig zu leben. Sie sind berufen, sich gegenseitig zu heiligen und miteinander zur Heiligkeit zu gelangen. Der Blick auf Christus und die Kirche ist ihnen Vorbild und Richtschnur. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Der Apostel leitet vom Tun Christi, der die Kirche heiligt, unmittelbar den Auftrag des Mannes ab, die Frau wie den eigenen Leib zu lieben. Das heißt, dass die Liebe des Mannes